April, April, der weiß nicht, was er will. Und ich gehe jetzt arbeiten. An so einem Morgen. Ist doch unglaublich. Nehme ich mir noch mein dickes Tuch mit, auch noch. Hast du gefunden, ja? Ja, ja. Jetzt noch eine Maske schnappen und dann los. Bei so einem Wetter ist man wahrscheinlich froh, zu Hause zu sein. Stimmt schon. Was die Mutti gesagt hat gerade, aber. Ich habe noch zu tun. Ich habe ja noch einen Auftrag. Den muss ich dir mal erledigen. Und tatsächlich sieht es gar nicht gut aus an der Ersatzteilfront. Ich weiß ja nicht, ob das nur bei mir so ist oder so. Weil ich nur. Also diesen einen Anbieter da habe ich, kriege keine Schaltkomponenten zum Beispiel, kriege gar nicht mehr. Also Antriebe fallen völlig flach zu reparieren im Moment. Weder Ketten noch Kettenradgarnituren noch Zahnkreuze noch Tretlager. Ja. Wohl Tretlager habe ich bekommen, aber eben nur die von Thun. Ja. Und da weiß ich jetzt. Ja. Deutschland ist leer. Deutschland ist leer verkauft. Leer gekauft. Ja, jetzt mache ich das Ding hier fertig und den Red Bull machen wir mit fertig. Hoffentlich. Toi, toi, toi. Und da werde ich einen anrufen, den guten Mann. Und dann. Das ist dann der letzte Auftrag. Ein paar Schläuche zwischendurch oder so, aber ansonsten bei der Ersatzteilversorgung im Moment, wie das aussieht, wird da nicht viel mehr stattfinden. Da wird dann erstmal wieder geschlossen werden. Ey. Das macht ja keinen Sinn. Warum soll ich die ganze Zeit hier unten sein oder so und auf so einen warten, der einen Schlauchwechsel braucht? Okay. Dann ja, fangen wir mal an. Also. Nummer 1. Perfekt. Genau. Da lang.
Ach jo. Nicht wundern, dass ich nur die Speichen hier tausche, die kaputt sind. Das darf alles nicht viel kosten. Man soll einfach nur fahren. Das ist halt auch so ein typisches Rad, so ein Corona-Rad, was dann gerettet wird. Bloß für die Zeit von Corona, dass man es dann fahren kann. Ansonsten würde das schon auf dem Schrott liegen. Und naja. Klar, ist auch Arbeit alles, aber sind immer noch übersichtlich für die Leute. Perfekt. So. Was sind das für eine Beule da drin? Oh, wir sehen. Läuft doch gut gerade. Das ist super.
Wie gesagt, das ist einer der letzten Aufträge, die ich hier mache. Und dann, wie gesagt, jetzt wohl nur online weiter. Online. Schon observiert. Mit dem Thomas auch nochmal unterhalten hier, den WWF-Lieferanten, der eigentlich von ihm verabschiedet, da wie gesagt, du, von mir, von uns wirst du wahrscheinlich nicht mehr hören. Vielleicht mal ganz weit wieder. Das ist der Thomas, der ist Schlosser, ja. Der Herr, das ist schade, sagt er aber. Nicht mehr.
das nicht gekriegt. Ist fertig. Kann man abholen. Wie findest du es? Gut aus. Den Gang fährt ja keiner. Ich glaube, du musst noch zur Ruhe kommen auch. Mach das heute noch zu Ende. Was du noch machen musst. Und dann schlaf drei Tage durch oder so. Schönes großes Haus haben sollten, können wir meinen Vater ja eigentlich auch mitnehmen, oder? Ja. Das stimmt doch nicht. Ich glaube, der wird bestimmt dann schon in seinem Zimmer sitzen und zum Essen mal runterkommen. Wenn wir sein Essen machen, Kartoffelpüree. Ja, der kann auch richtig mit essen, denn. Ja, ja, oder nicht? Doch. Das macht der auch, oder? Na klar. Er ist einfach bescheiden, ne? Ach, shit. Das ist auch immer. Hat er mir gestern erzählt. So typisch. Keine Ahnung, wie wir auf Unterwäsche gekommen sind. Auf jeden Fall meinte er, hat er mit seiner Schwester gesprochen, dass er immer noch diese Feinripp-Herrenunterhosen trägt. Ne? Die so, Mensch, das ist doch gar nicht mehr Mode. Das ist schon wieder Mode. Und er so, nein, das hat Mama damals ausgesucht. So bleibt das dann auch. Seine Mama. Ja, seine Mama. Oh Gottes Willen. Das war gut und das ist immer noch so. Ja, aber das ist so typisch für Autismus auch, ne? Einmal so eingeführt, für gut befunden, es bleibt. Ja. Ja, aber ich habe irgendwie auch mal ein schlechtes Gewissen, weil ich sehe den ja überhaupt nicht mehr und der ist ja so alleine. Also wenn wir das irgendwie hinkriegen, glaube ich, würde ich dann gerne mit dem, wenn er möchte. Wahrscheinlich würde er nein sagen sogar. Cool. Okay. Schwarze Wolle. Na, da hat Mama noch erzählt, jetzt bin ich wieder bei Mama und den Kindern. Das schon hinfällt, dass Anne zum Beispiel in einem Abend gesagt hat. Ach, ich hab jetzt Lust auf Nuggets und Burger und so, ne? Hm. Dann ist schon aufgestanden und dann hat so Anouk gesagt, komm mit. Und sind sie, das war schon abends gewesen, also richtig spät wohl. Und dann sind sie zusammen zum McDonalds gefahren. Und dann hat er ihr das Menü gekauft. Dran zu machen, nur Lenkerwandwinkel noch. Der Rest ist schon gemacht, alle Züge sind neu. Das ist zu beschissen. Was ist denn für eine komische Pappe da drauf? So beklebt, ne? Ja, das ist zu beschissen aussieht, das Programm. Red Bull ist fertig. Tina, Kette gibt's nicht, Tina. Tut mir leid, gibt keine Ketten, gibt nichts mehr. Ich hab gefragt, ne? Meinte auch, ja, September. Ach, ist aber generell so jetzt, ja. Ja, überall. Ist auch bei Hartje. Auch bei Hartje. Wir können jetzt nur von Hartje reden, sagt er, weil da, weißt du, das ist genau das Gleiche. Und aber auch Paul Lange, also direkt Shimano, Generalimporteur. Der kann sein, dass er Ende Juni was kriegt. Eine kleine Lieferung. Warum ist das gerade so? Keine Ahnung. Hängt alles in irgendwelchen Containern fest.
sind ja noch über. Die haben ja einen Stau in Rotterdam. Und gestern habe ich in der Nachrichten kurz gesagt. Über 100 Containerschiffe liegen so zurück. Warum? Ja, wegen dem Suezkanal. Immer ist der jetzt Ladung. Frei? Ja. Aber die Entladung und die Logistik stockt ja. Und dann verschiebt sich ja alles an Rona hinten. Ist ja nicht so, dass dann keine Schiffe gekommen wären an dem Tag. Aber die können das gar nicht mehr entladen, alles. Beladen und losschicken und vorher sehen, dann ankern und abwarten können sie alle. So, da kann sich was anstauen. Aber du kriegst es ja nicht innerhalb von 2 Tagen abgearbeitet. Diese ganze Logistik, die auf dem Meer rumschwimmt gerade. Läuft die ganze Zeit und hier passiert überhaupt nichts. Das tut mir auch sehr leid. Aber naja, so ist es. Also, wie gesagt, ich werde dieses Ladengeschäft mindestens jetzt für die Zeit von diesem Corona, von dieser Corona-Nummer. Weg zu beenden. Diese miserable Situation mit der Ersatzteilversorgung, die nicht nur bei dem einen Lieferanten ist, sondern auch bei den anderen Lieferanten und eigentlich geht es allen so im Moment. Man muss sich die Teile echt zusammenkratzen und das kann ich auch meinen Kunden schwierig sagen. Warte jetzt mal ein paar Wochen, dann ist ja deine Reparatur erledigt. Das geht halt nicht, das möchte ich auch nicht. So. Tja, was soll man sagen, es sind 10 Jahre um, war eine tolle Zeit, fast 11 Jahre, also fast elf, nee, 1. April, es sind 11 Jahre, ich bin 11 Jahre hier. 1. April, vor 11 Jahren habe ich aufgemacht und das war's. Dann rufen wir den Kollegen mal an und heitern ihn mal, dass er was fertig ist, dass alles wieder funktioniert, kann er glücklich sein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy. Und keine Bange, ich bleib erhalten, also zwar der Laden hier als solches erstmal nicht, also definitiv, das ist auf und zu und auf und zu und auf und zu, ist auch nicht gut für die Kunden. Wir werden das hier machen, dass ich ab und zu, das geht nie mehr 2 Tage in der Woche vor, vielleicht wo ich hier so Tommys Bastelstübchen hier unten mache und dann drehe ich auch meine kleinen Videos und so. Und aber ansonsten findet hier nichts statt. So weiter. Also, wenn dann in der Zeit ein Kunde vorbeikommt, natürlich irgendwas haben will, naja, dann machen wir das halt oder so, oder sagen, lass draußen stehen, wirf mir einen Schlüssel drin, ich schreibe mir das auf und dann machen wir das. Aber so,
anders nicht. Also mit Türe zu, kein Publikumsverkehr mehr, weil es ist ja eh nicht erlaubt. Und mit diesen, was soll ich denn hier draußen zu meinen Leuten sagen, bevor sie reinkommen oder so? Stell mal vor, muss man einen Schnelltest, muss man hier Schnelltest, Schnelltest, Schnelltest. Das geht ja alles, könnte man ja alles machen. Aber das ist so viel Aufwand, lohnt sich bei mir in diesem kleinen Geschäft nicht. Dafür, dass sie nur einmal gucken und dann eh wieder rausgehen und rausgehen und weg sind. Also das ist nicht machbar. Warum soll ich dann noch für jeden Kunden, der hier kommt, 10 Euro investieren dafür, dass er hier gucken darf, sozusagen. Also sowas, so ein Schnelltest kostet 10 Euro oder so. Ja, sagen wir mal, wenn ich hier draußen eben mache. Also der Laden ist erstmal zu. Wenn alle wieder Lieferungen kriegen, ganz normal, dann kann ich überlegen, wieder aufzumachen. Jetzt kein Problem, das wäre mir auch lieb, denn ich mache das ja auch gerne und so. Und es ist ja auch Bedarf, das darf man auch nicht vergessen. Also, und deswegen machen wir das so. So ist es. Also macht ihr gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Daumen hoch, Ohren steif halten. Wir sehen uns.